So, das letzte Mal haben wir gesprochen über den Fluch von Kanaan. Und natürlich jetzt kann man sich denken, na meine Güte, diese Kanaaniten, die stehen ja da unter einem Fluch, der eigentlich gar nicht loszuwerden ist. Und das wollte ich eigentlich noch das letzte Mal mit hinzufügen, habe das aber vergessen. Und so will ich das heute nachholen, denn die Heilung oder die Lösung dieses Fluches für die Kanaaniten ist tatsächlich im Neuen Testament begründet. Und zwar in Matthäus, da muss ich kurz gucken, das ist Matthäus 15 in Vers 22. Und da steht geschrieben, und siehe, ein kanaäisches Weib, das von jenen Grenzen herkam, schrie zu ihm und sprach, erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nicht gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und huldigte ihm und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, aber es essen ja auch die Hündlein von den Brotkrümeln, die von dem Tische ihres Herrn fallen. Da antwortet Jesus und sprach zu ihr, O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und ich finde das bemerkenswert, und zwar ganz einfach deswegen, erst einmal sieht man hier, dass Jesus sehr harsch mit ihr umgeht und sie indirekt eigentlich als Hund bezeichnet. Und das war zu den Zeiten eine große Beleidigung, wenn man jemanden als Hund bezeichnete. Aber sie hat das nicht als Beleidigung aufgenommen, sondern hat ihn mit Herrn angesprochen. Ja, Herr, aber auch die Hunde essen die Krümel, die vom Tisch des Herrn abfallen. Also von den Tischen ihrer Herren, der Herren der Kanaaniten, denjenigen, denen sie eigentlich zu dienen haben nach dem Fluch. Und als sie das sozusagen akzeptiert hatte, dass die Kanaaniten zu dienen haben, den Schem, den Abkömmlingen von Schem und Japhet, da konnte er tatsächlich den Dämonen aus ihrer Tochter austreiben. Also das heißt, wenn die Kanaaniten ihre Rolle annehmen als Diener der Schem, dann können sie auch erlöst werden, und zwar durch eben das christliche Prinzip der Vergebung. Und in der Vergebung ist auch der Begriff Vorbezahlung oder die Vorvergebung, Forbearance, der Sünde mit inbehalten. Und das ist ein ganz wichtiger Begriff, auf den wir später zurückkommen, die Vorbezahlung. Das ist etwas, auf was sozusagen der ganze Kommerz heute wirklich basiert, dass alles eigentlich vorbezahlt ist, dass es Schulden eigentlich nur in der Buchhaltung gibt, aber auch, dass da immer eine ausgleichende Verbindlichkeit desjenigen vorhanden ist, der die Schuld bringt, also der die Schuld erstellt. Und es ist wirklich phänomenal und sehr beeindruckend, wie das christliche Prinzip nach der Zeit Christi Einzug gefunden hat in den Kommerz und dass das tatsächlich notwendig war. Man kann das lesen in dem Buch von Adam oder in Adams Buch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das sind heilige Schriften, die sind nicht in der Bibel selber zugänglich, aber es gibt sie. Und es stellt da die Geschichte von Adam und Eva und was wirklich passiert ist und deren ganze, ja, schlimme Situation wirklich, in der die sich befanden, nachdem sie aus dem Paradies ausgetrieben wurden. Das ist sehr ergreifend, wenn man das liest, aber auch wie eben Gott eben sich ihrer immer und immer wieder erbarmt und ihnen immer wieder Mut zuspricht und sozusagen auch da schon in diesem alten Buch darauf hinweist, dass 5500 Jahre später eben er selber auf die Erde kommen wird. Das ist in diesen alten Schriften vorhanden. Die sind aus vorchristlicher Zeit. Also das ist sehr interessant, wenn man das liest. Das ist das Buch von Adam. Das können Sie sich mal aufschreiben. Also, wenn die Kanaaniten dienen, den Schem, dann können sie auch von dem Fluch erlöst werden. Und heute gehen wir ein bisschen auf die Kehrseite ein, denn wir wollen hier nicht das immer reiterieren und wiederholen, was wir sowieso schon irgendwie zu wissen glauben, nämlich, dass die Bankiers an allem schuld sind, an unserer Misere. Das stimmt teilweise, aber nicht hundertprozentig. Denn es gibt unter den jüdischen Einflüsse, die heute im Bankwesen da sind, nämlich einen Stamm von Juda, der darf sich auch Juden nennen sozusagen heutzutage. Und das sind eben keine Kanaaniten.
und die wollen wirklich dafür sorgen, dass der Fluch der Kanaaniten erlöst wird auf korrekte Art und Weise, nicht durch Rebellion, sondern durch das Fügen und Beeinflussen von Situationen in der Welt, sodass die Kanaaniten ihre Rolle als Diener den Schem gegenüber finden. Also es ist wirklich nicht alles schwarz und weiß, sondern es ist außerordentlich durchmixt. Und deswegen ist es eigentlich immer verkehrt, wenn man versucht, irgendwelche Bezeichnungen zu finden, ja, das ist ein Jude oder das ist ein Moslem oder das ist ein Christ. Unter allen gibt es Gut und unter allen gibt es Böse. Also was man erkennen muss, ist die verschiedenen Strömungen, die zum Ausdruck kommen, die eigentlich diesen verschiedenen Glaubensrichtungen oder ethnischen Gruppierungen oder Rassen zugrunde liegen. Und das ist ja nun auch mal sehr vermischt heutzutage, da ja die Reinerhaltung des Blutes eigentlich wirklich nur in sehr elitären Kreisen vollzogen wurde, nicht aber unter der allgemeinen Bevölkerung. Und auch da nicht immer, muss man sagen, denn es gab immer uneheliche Abkömmlinge, die dann eben Positionen eingenommen hatten, die nicht offiziell waren, die wurden auch oft verleugnet von ihren Eltern und aber trotzdem in sehr bedeutende Positionen hinein manövriert. Und man kann als Beispiel hier mal die Rockmusik anführen. Viele Rockmusiker, das sind uneheliche Kinder von Eliten, ja, und die haben oft militärischen Hintergrund. Das heißt, der Vater war im Militär. Das sind interessante Zusammenhänge. Und aber auch in Religion, in Sport, in ja in dieser ganzen modernen Popkultur, was da alles vor sich geht, das ist hochinteressant, aber auch sehr bedrückend, wenn man sich das mal näher unter die Lupe nimmt. Also was wir haben, ist ein Kampf, ein schwerer Kampf eigentlich wirklich, den jeder führt, jeder, der sich heute bedrängt fühlt, der nicht einfach gedankenlos durch die Welt zieht und der spürt irgendwie mehr oder weniger eine große Last. Und es ist diese Last, die heute auf die Seelen der Menschen drückt und die dann auch ihren Ausdruck findet in der physischen Bedrängnis, zum Beispiel durch eine Schuldsituation, durch Betrügereien in Vertragssituationen, durch Unsichtigkeiten, durch Täuschung und so weiter. Und das ist alles Ausdruck eines Kampfes, der eigentlich nicht physischer Natur ist, sondern der wirklich seinen Ursprung hat, der ganz lange zurückliegt und der heute und eigentlich in allen Zeiten gelöst werden muss und auch eigentlich immer gelöst wurde. Und das ist das Beruhigende. Also hier sehen wir, dass die Kanaaniten auch Einzug haben in die Gnade Christi, aber sie müssen ihre Rolle erkennen. Das heißt, sie müssen erkennen, wer sie sind. Und da muss jeder in sich einhergehen und schauen, welchen Ursprung er hat und dann die Rolle entsprechend annehmen. Nun, was bedeutet das zu dienen? Nun, zu dienen bedeutet, dass man alles tut, was in der Macht steht, um seinen Herrn sozusagen, wie sagt man, dessen Aufgaben zu erleichtern, dessen Ziele zu erreichen. Und was ist die Aufgabe des Herrn? Die Aufgabe des Herrn ist, dass er seine Diener außerordentlich gut erhält, unterhält und ihnen auch durchaus Freiheiten einräumt. Ja, das heißt nicht, dass ein Herr automatisch jetzt seine Diener schlecht behandelt, denn das darf er nicht. Das geht nicht. Wenn ihm jemand unterworfen ist, dann muss er ihn gut behandeln. Und das war eigentlich immer so gesehen. Das war auch die Aufgabe und das Selbstverständnis der christlichen Könige in Europa und auch in Russland, die darum bemüht waren, ihre Untertanen gerecht zu behandeln. Dass das nicht immer passiert ist, hat eine andere Ursache, aber deren eigenes Selbstverständnis war, dass sie eingesetzt wurden, eben von Gott, zum Beispiel über den Stuhl Petri, über die Kirche, und dass sie diese Aufgaben hatten. Dass das natürlich auch infiltriert wurde und unterwandert wurde, das ist klar. Das passiert überall da, wo etwas Edles sich entwickelt. Da sind dann natürlich auch, wie sagt man, Schmeißfliegen nicht weit weg. Und die stürzen sich darauf und versuchen das zu verderben. Das ist also ganz normal und das ist unsere Zeit. Und das muss man so annehmen. Und erst, wenn man das so annimmt, dann kommt man überhaupt in eine Position innerlich, die einem ermöglicht, kommerziellen Prozesse, auf die wir hier eingehen werden in der Zukunft, erfolgreich durchzusetzen. Das heißt, es ist nicht mit einem Zorn oder mit einem Groll auf das System, sondern es ist mit dem korrekten Selbstverständnis und auch mit dem korrekten Verständnis desjenigen, mit dem man es zu tun hat. Und dabei muss man immer Strömungen
in Augenschein nehmen, die Strömungen, die dahinter stecken und nicht die einzelnen Individuen, die, ja, Sie wissen das in der Öffentlichkeit, wenn jemand arbeitet im öffentlichen Dienst sozusagen, der arbeitet dort auch nur, weil er Brot auf den Tisch seiner Familie bringen will. Und natürlich gibt es dort auch, ja, fiese und hinterhältige und machthungrige Menschen. Natürlich gibt es das, so wie es das überall gibt. Das ist aber nicht jetzt eine individuelle Hindernis, sondern das ist einfach systembedingt und das System beinhaltet all die Heilungen, die wir brauchen. Und wenn wir das System immer anklagen und als unseren Feind sehen, ganz besonders wenn wir oder sollten wir aus kanaanitischem Ursprung sein, und einige von uns werden das sicherlich sein, ja, dann akzeptieren wir nicht den Herrn und tun wir das nicht, kommen wir auch nicht in die Gnade. Und der Herr heute im Kommerz, das ist wirklich die Vorbezahlung, das ist ein christliches Prinzip und darauf gehen wir in der Zukunft noch genauer ein. Das mag jetzt etwas seltsam klingen, aber ich hoffe, dass Sie erkennen werden, dass das tatsächlich umgesetzt wurde und zwar in Form der doppelten Buchführung, in Form des Kreditgeldes. Aber jetzt wollen wir erst einmal zurückgehen und schauen, was weiterhin passiert ist in groben Zügen, also jetzt weniger Details, die können Sie sich dann selber erforschen, wenn Sie das wollen. Es geht mir darum, dass wir einen groben Überblick haben über das, was passiert ist, damit wir sozusagen ein Verständnis entwickeln für die Situation, wie sie heute ist und auch deren Heilungen. Also das, was wir tun können, um sozusagen in eine friedlichere Existenz zu kommen oder eine friedliche Existenz. Also aus den Kanaaniten, wie wir das letzte Mal gehört hatten, die haben sich geschworen, dass sie alle Verträge brechen werden, dass sie morden werden, dass sie stehlen werden, dass sie plündern werden. Und das war deren Schwur, den sie geleistet haben, als Rache und als sozusagen Aufmupfen, wenn man so will, gegen Noah, der ein Mann Gottes war. Das Geschlecht von Noah ist immer den Gesetzen Gottes gefolgt, die nicht jetzt drakonisch waren, die nicht befehlend waren in der Art und Weise, sondern die, man könnte sagen, richtungsweisend waren. Ja? Gott hat nicht verboten, diese Gesetze zu brechen. Und das muss man sich immer wieder überlegen. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft diese Gesetze nicht brechen. Aber er hat gesagt, das ist mein Gebot. Und wenn er tatsächlich die Menschen erschaffen hat und er wollte nicht, dass die Menschen seine Gesetze brechen, warum hat er ihnen dann überhaupt die Fähigkeit zu einer solchen Individualität gegeben, dass sie die Gesetze brechen können? Da ist also ein Riesenknick in der Logik. Das heißt, die Gesetze Gottes waren nicht absolut. Das heißt, der Mensch konnte sie brechen, wenn er das wollte. Aber er musste eben auch die Konsequenzen tragen. Und wenn man sich Gottes Gesetze anguckt, ja, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, wider deines Nächsten. Das sind alles Gesetze und Regeln, die wirklich guten Sinn machen, die sinnvoll sind. Und er spricht darin eigentlich aus, dass die Gesetzmäßigkeiten in der Natur, dass wenn man falsch Zeugnis ablegt, dann wird gegen einen falsch Zeugnis abgelegt. Und in den alten Rechtsformen war das immer so, dass wenn jemand etwas Falsches behauptet hatte, zum Beispiel vor einem Richter, und es stellte sich als falsch heraus, dann wurde er so bestraft, wie derjenige bestraft worden wäre, den er beschuldigt hatte. Ja, also da sieht man, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Das sind so Grundprinzipien, daran muss man sich gewöhnen. Und das ist wirklich ganz wichtig. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Alle diese Volksweisheiten, die muss man mal wirklich unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Das ist so. In Englisch sagt man, what goes around, comes around. Das heißt, was ich herumschicke, kommt irgendwann auf mich wieder zurück. Und in diesem Sinne muss man also auch Kommerz betrachten. Das heißt, man behandelt den anderen so, wie man selber behandelt werden will. Christus hat es so ausgedrückt, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Das ist eine interessante Formulierung, da kann man mal drüber meditieren. Also diese Kanaaniten hatten diesen Schwur geleistet, sich wirklich frevelhaft zu verhalten, sich aufzulehnen. Und da sind sie dann auch sehr effektiv zu Werke gegangen und haben, wie wir das gehört haben, vor allen Dingen den Kommerz unterwandert durch Handel mit der lilanen Farbe. Sie haben vor allen Dingen das Geldwesen unterwandert oder es eigentlich wirklich in dem Sinne erst richtig eingeführt. Denn
unter den Shem und oder den Abkömmlingen von Shem und Japhet, die sich eher in den Bergen aufhielten und dort ihre eigenen kommunalen Wirtschaft betrieben hatten. Ja, Industrie ist vielleicht ein etwas zu modernes Wort, aber sagen wir Wirtschaft, also Handel auch, das war auf einer ganz normalen Tauschbasis. Da war die Idee von Geld gar nicht wirklich relevant. Warum? Weil die in ihren eigenen Kommunen gehandelt hatten. Also alles, was in Reisedistanz war, ohne dass es ein zu große Belastung bedeutete. Und erst später sind natürlich dann auch immer mehr die Shem mit den Kanaaniten in Verbindung gekommen, und zwar ganz einfach deswegen, weil sie Rohstoffe brauchten, hauptsächlich von den Kanaaniten gehandelt wurden. Und die Kanaaniten haben aber sich nicht auf Tauschgeschäfte eingelassen, sondern sie haben gesagt, nein, wir nehmen nur Goldmünzen oder Silbermünzen oder Salz oder irgendetwas, was sie haben wollten. Und das ging natürlich nicht, weil damit die Shem gar nicht bezahlen konnten. Jetzt war aber für die Kanaaniten klar, nun, wir bekommen die Shem nur unter unsere Gewalt, wenn wir ihnen etwas geben, womit sie uns bezahlen können. Und so haben sie gesagt, na gut, was wir tun ist, wir geben euch Gold. Das heißt, wir kaufen von euch Dinge mit Gold und ihr bezahlt uns dann mit dem Gold. Und haben die Shem so sozusagen dazu verführt, eben Gold in die eigene Wirtschaft, in die kommunalen Wirtschaften zu akzeptieren und dann auch wieder zu geben. Und als sie dann bemerkt haben, dass das Gold eine wirklich hervorragende Sache ist, übrigens auch Silber natürlich oder Salz oder Tee, je nachdem, wo man war, das war ja eine weltweite Angelegenheit, je nachdem da, was wirklich sinnvoll oder brauchbar war. Aber als sie gemerkt haben, dass Gold einen universalen Charakter hatte, wo man überall modern, wenn man so will, einkaufen konnte, da hat das Gold die Shem dann auch verblendet und verführt. Und sie haben abgelassen von ihren rein kommunalen, tauschbasierten Handel und sind immer mehr in den kommerziellen Handel mit eingestiegen, eben mit Geld. Und das wirklich ging in Urzeiten. Es gab im alten Rom schon Münzen, es gab schon im alten byzantinische Münzen natürlich in Babylon. Also das ist sehr schnell vonstatten gegangen und es hat gar nicht lange gedauert. Da haben die Kanaaniten natürlich das ganze Münz- und Gold- und Silberwesen sozusagen in ihren Taschen gehabt, weil sie haben zum Beispiel auch Gold verliehen. Und das haben die ganz geschickt gemacht. Sie haben Gold verliehen zu einem Zins. Und oder sie haben das Gold gegeben als Kredit und haben verlangt, dass die andere Seite die Zinsen in Gold bezahlt. Das heißt, sie haben die Goldmünzen frei herausgegeben, aber die Zinsen wollten sie dann in Gold haben. Und so haben zum Beispiel Shem eingekauft, sagen wir Salz oder Tee von irgendwo weit her oder Seide, haben sich dafür Gold geliehen und das Gold, das Principal, also das Grundkapital, mussten sie nicht zurückzahlen. Aber die Zinsen mussten sie zurückzahlen. Das Gold konnten sie dafür nehmen, die Güter zu kaufen und dann mussten sie die Zinsen in Gold zahlen. Und das war der wirkliche Haken an der Angelegenheit. Das war korrekt gemacht von den Kanaaniten, dass sie, wenn sie Bezahlung in einer bestimmten Art und Weise wollten, dass sie diese dann auch in Umlauf bringen mussten. Das ist eine große Regel im Kommerz. Wenn ich will, dass sie mich mit Seide bezahlen und sie haben generell keine Seide, dann muss ich etwas von ihnen kaufen sozusagen und das mit Seide bezahlen. Das heißt, ich muss Seide bei ihnen in Umlauf bringen oder ich muss ihnen die Seide leihen, damit sie mich bezahlen können. Und dann haben wir einen extra, also einen Handelsvertrag außerhalb jetzt des direkten Geschäfts, der dann bestimmt, wie sie das an mich zurückzahlen. Also da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber das ist sehr geschickt gemacht gewesen. Und natürlich hatten die Kanaaniten kein Gold, weil sie das Gold verwendet hatten, eben um die andere Partei zu bezahlen. Was ist dann passiert? Nun, es gab dann eben die Verträge, das kennen Sie alle. In der modernen Form sagt man, das ist ein Kreditvertrag, ein Darlehensvertrag. Es wird dann festgelegt, in welcher Form Sie die Zinsen bezahlen. Und können Sie das nicht? Und das ist eben der Haken an der ganzen Sache. Können Sie das nicht? Dann haben die Kanaaniten das Recht, ohne weitere Gerichtsverhandlung, ihr Eigentum mit Beschlag zu nehmen und sozusagen sie zu enteignen. Und genau das ist passiert. Das heißt,
da muss man sagen, da waren wirklich die Schem auch, wie sagt man, zu blauäugig und haben nicht erkannt, hier diesen raffinierten Aufbau des einen anderen in Abhängigkeit bringen. Eine auswegslose Situation. Und da sehen sie, dass die Kanaaniten ihrem Schwur wirklich gerecht geworden sind, in der Regel, und dass sie wirklich sehr erfolgreich mit dieser Art und Weise, mit diesem Handel, mit diesem Gold oder auch Seide oder lilaner Farbe, ja, die anderen Menschen enteignen konnten. Das heißt, sie konnten nicht darauf bestehen, dass die Zinsen in Gold gezahlt werden, denn im Recht ist es so, kann jemand etwas absolut nicht leisten, dann kann die Leistung nicht erzwungen werden. So einfach ist es. Aber die Partei, die schuldet, muss einen anderen Weg finden. Und das muss gerecht sein. Und ein gerechter Richter würde niemals zulassen, dass dafür ein Grundstück oder Land oder ein Haus gegeben wird, sozusagen die Existenzgrundlage. Das würde er nicht zulassen. Also haben die Kanaaniten in ihre Verträge das Einverständnis eingebaut des Schuldners der Zinsen, dass das Land und so weiter genommen werden kann. Und da konnte dann ein Richter auch nichts tun, denn der Schuldner hat in dem Vertrag dann schon zugestimmt gehabt und ein Richter darf niemals gegen, also auf einen Vertrag, der zwischen privat vereinbart wurde, quersteigen oder ihn außer Kraft setzen, es sei denn, es ist wirklich gegen alle guten Sitten. Aber das ist eben ein sehr dehnbarer Begriff. Nun gut, übrigens die Kanaaniten waren dann, auch, wie schon gesagt, sehr in dem Verleihen von Gold tätig und Silbermünzen und so weiter. Und Caesar, den kennen Sie alle oder den kennen Sie nicht, aber von dem haben Sie gehört, der hat diesem Treiben ein Ende setzen wollen, denn er hat bemerkt, dass der gesamte Wohlstand seiner Römer sozusagen in die Hände dieser unsäglichen Geldwechsler fiel. Und Sie kennen die Passage auch aus der Bibel, wo Christus in den Tempel geht und eben die Geldwechsler und die Händler aus dem Tempel rauswirft und ihnen sagt, dass sie im Hause meines Vaters nichts verloren haben. Also ein wirklich schon gewalttätiger Akt, muss man da sagen, den er da gemacht hat. Und das war natürlich etwas, was ihm die Kanaaniten niemals wirklich verziehen haben. Und Caesar hat dann gesagt, nun, so geht das nicht. Wir müssen etwas tun, um diese Geldwechsler in Schach zu halten. Und da hat er etwas gemacht, was wirklich genial war. Und er hat gesagt zu dem Zeitpunkt, nun, wir machen das jetzt so, jeder, der Handel treibt, jeder, der irgendetwas verkauft, der muss eine Steuer bezahlen. Und diese Steuer kann nur in Münzen bezahlt werden, die ich herausgebe. Und so hat er das gemacht. Er rief die, hat die Münzminterei oder Presserei angefangen und hat die Münzen ohne Zinsen in die Wirtschaft, in den Wirtschaftskreislauf im Römischen Reich sozusagen eingegeben. Und also zinsfrei, das ist wirklich ganz besonders wichtig, das muss man sich merken. Und hat somit einen unwahrscheinlichen Boom erreicht in der römischen Wirtschaft, denn von nun an hat der römische Staat, die römischen Provinzen und Regierungen und lokalen Herren und so weiter, haben von Caesar diese Münzen umsonst bekommen, um diese auszugeben in die Wirtschaft, um zum Beispiel hervorragende Sachen zu bauen, um Handel zu betreiben, Kultur zu entwickeln. Also diese Münzen waren sehr begehrt und natürlich waren sie begehrt von allen, denn sie wussten, am Ende des Jahres müssen wir unsere Steuern mit diesen Münzen zahlen. Caesar hat nichts anderes akzeptiert als die Steuer in diesen Münzen. Und Sie können sich vorstellen, was passiert ist. Die ganzen Goldhändler oder Geldwechsler damals, die Kanaaniten, die waren mit einem Schlag, waren die raus aus dem Geschäft. Und das war etwas, was sie dem Caesar nicht vergeben haben. Und Sie wissen, was Caesar passiert ist. Er ist ermordet worden. Und genau das ist immer dann passiert, das kann man durch die Geschichte verfolgen, das ist so verlässlich, wie dass morgen die Sonne aufgeht, dass wenn jemand sich gegen das Geldsystem oder das Kreditsystem der Kanaaniten stellt und das in einer einflussreichen Position tut, wohlgemerkt, dann verspielt er irgendwie sein Leben. Kennedy passiert, es ist Jackson passiert, Abraham Lincoln eigentlich letztendlich auch. Und da gibt es wirklich durch die Geschichte hindurch, ach, das kann man gar nicht aufzählen, wie viele da ermordet wurden oder frühzeitig verselbstmordet wurden, die also solche Dinge, solche Änderungen im Geldsystem bewirkt haben. Also das war, da war deren Monopol, deren Aufruhr in großer Gefahr und das war das Einzige, wie die Kanaaniten in der Lage waren, ihr Monopol zu sichern und alles zu unterwandern letztendlich.
Und das hat natürlich eine abschreckende Wirkung gehabt. Das heißt, sie sind dann zu später immer mehr in höhere Kreise hinauf gelangt. Sie haben Fürsten erstmal lokal, dann aber auch national oder global dann auch verblendet mit dem Gold. Sie haben ihren ganzen, sagt man, Ruhm und ihr ganzen Wohlstand damit rumgeprahlt, und oft haben sie sich auch den Anschein von Wohlstand gegeben, obwohl sie eigentlich gar keinen hatten. Also sie wurden dann oft als Berater an die königlichen und fürstlichen Höfe berufen, um dort eben die Wirtschaftssituation zu analysieren und bestimmte Tipps zu geben. Und das ist natürlich, wie wenn man den Fuchs ins Hühnerhaus einlädt. Was dann letztendlich passiert, ist der totale Bankrott und alle Hühner gehen verloren. Und genau das ist da natürlich auch passiert. Sie kennen das, es gibt die Familie Seligmann, es gibt die Rothschilds, es gibt die Lehmanns, die Oppenheimers, eine ganze Reihe von Bankiers, alle kanaanitischen Ursprungs, die den Weltkommerz unter ihre Kontrolle gebracht haben, indem sie sich eingenistet hatten. Sie haben immer im Konzert, also im Einklang miteinander operiert. Also es ist fatal, wenn man denkt oder glaubt, dass die Rothschilds im Wettbewerb waren mit den Lehmanns oder die Oppenheimers mit den Schröders. Ja, die waren nicht im Wettbewerb. Das war ein Konglomerat. Das heißt, die haben zwar unterschiedliche Geldhäuser und finanzielle Interessen gehabt, viele Firmen gesponsert, viele Bonds herausgegeben, Aktien herausgegeben, aber sie haben immer im Einklang gearbeitet miteinander. Denn sie hatten ein Ziel gemeinsam, und das war die Unterwerfung der Schem. Und jetzt war das nicht nur also ideologisch, weltgeschichtlich für sie wichtig, dass sie im Einklang arbeiteten, sondern es war auch noch auf andere Weise sehr profitabel, und das war schlicht und ergreifend materiell. Sie konnten sich nämlich in der Öffentlichkeit den Anschein geben, dass sie konkurrieren, und dadurch haben sie auch den Eindruck erweckt, dass sozusagen eine Art von Wettbewerb da ist, dass hier der einfache Schem, der nichtsahnende Schem, eben eine Wahl hat zwischen dem einen oder dem anderen oder dem anderen oder dem anderen. Und das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Und die haben also diese Position des vermeintlichen Wettbewerbs dazu ausgenutzt, wirklich unwahrscheinlich auf geschickte Art und Weise den gesamten Reichtum und wirklich das gesamte Eigentum aller Länder unter ihren Nagel zu reißen. Es gibt heute wenig Land, wo die nicht Titel drauf haben, was denen nicht gehört. Es gibt ein paar Gesetzmäßigkeiten, das wirft den Stein in den Weg, aber darüber sprechen wir in der Zukunft. Aber an und für sich erst einmal ist es so wahrgenommen, dass die sozusagen jetzt die Herren über die Welt sind. Das heißt, denen gehört alles Land, denen gehört die See auch, wirklich. Und eigentlich hauptsächlich die See, und sie haben dann das irgendwie geschafft, die Gesetzmäßigkeiten der Hochsee aufs Land zu bringen. Und das hat dann natürlich auch zu den Kriegen geführt. Das heißt, wenn Sie glauben, der deutsch-französische Krieg war politischer Natur oder die Revolution waren politischer Natur, vielleicht entspricht das der offiziellen Geschichtsschreibung, aber wenn man tiefer hineinguckt in die Hintergründe der Persönlichkeiten, die involviert waren, wie zum Beispiel die Seligmanns, die von Beiersdorf aus Deutschland kamen und dann rüber sind nach Amerika, dort im Civil War, also im Zivilkrieg, da ihr Wesen getrieben haben, will ich mal sagen, und den mit veranlasst haben, dass die verbündelt waren mit Sir Josiah Stamp, also der Stamp-Dynastie, der dann später Gouverneur der Bank von England war, und die zusammen, also aus der Seligmann-Familie und der Stamp-Familie oder dem Clan, muss man sagen, dann die gesamten Firmen, Steuerrechte geschrieben haben, nicht nur für die Vereinigten Staaten und Großbritannien, sondern auch eben für Europa. Und das waren die ersten, die wirklich eine progressive Einkommensteuer für die Individuen, also die Personen wie Sie und ich sozusagen hervorgebracht haben. Denn das gab es eigentlich damals nicht. Es gab zwar hin und wieder gab es Zeiten, wo eine Einkommensteuer auf die privaten Geschäfte gemacht wurde, aber eine Einkommenssteuer gab es nicht. Die gab es erst, die wurde entwickelt so um 1860 herum, fing das an, 1880 bis frühes 19. Jahrhundert, da wurden diese Ideen entwickelt und haben dann erstmalig 1920 wirklich
1913 in den Vereinigten Staaten, aber dann auch 1920 nach dem Ersten Weltkrieg in Europa Einzug gehalten. Und das war natürlich ein Desaster. Denn wenn private Menschen ihr den gerechten Lohn ihrer Arbeit, wenn der besteuert wurde, dann ist es nichts weiter als Plünderung. Und da sehen Sie, dass diese Idee von der progressiven Einkommenssteuer, das ist wirklich basiert auf einem sozialistischen Hintergedanken, der natürlich auch gesponsert wurde von genau diesen Bankhäusern, vor allen Dingen auch den Rothschilds. Sozialismus oder Kommunismus, das ist wirklich dasselbe, nur hat es ein anderes Gewand, aber der Untergrund ist wirklich das gleiche hier. Kommunismus klingt sehr gut für die Bevölkerung. Ja, wir arbeiten hier zusammen. Im Grunde genommen war das eine Vortäuschung alter, ursprünglicher Formen von Zusammenleben. Aber es war zutiefst korrumpiert und es war kontrolliert. Und Sozialismus ist nichts weiter als die Umverteilung von Werten, die eine Partei schafft, an Menschen, die nichts schaffen. Das heißt, diejenigen, die schaffen, bezahlen für die, die nichts schaffen. Und das dann auch noch organisiert weltweit, das ist nichts weiter als Plünderung. Ja, das ist einfach unwürdig, denn jeder Mensch hat das Recht zu profitieren von dem, was er tut. Und bei profitieren meine ich, dass er sich ein Leben davon machen kann. Und arbeitet der eine mehr, hat er eine bessere Idee oder eine, wie sagt man, wertvollere Idee, wenn man so will, als ein anderer, dann muss er natürlich auch den Profit dafür haben dürfen. Und es war damals so, dass wenn Menschen sehr wohlhabend waren, dass sie durchaus einen Teil ihres Profites für wohltätige Zwecke gegeben haben. Denn es galt unter denen das christliche Prinzip, wenn du hast, dann musst du auch den Bedürftigen geben. Aber das kam eben aus einer eigenen Überzeugung heraus. Das heißt, der geben wollte, der konnte, musste aber nicht. Und dazu gezwungen werden, dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, freiwillig zu geben. Das heißt, man wird da eines tiefen Bedürfnisses und der Erfüllung desselben beraubt, nämlich freiwillig geben zu können. Wenn jemand schon nichts mehr hat, weil ihm was genommen wurde, was einem anderen nicht zugehört, dann hat er nicht mehr die Möglichkeit, freiwillig zu geben. Und er weiß auch gar nicht im Übrigen, wo das, was ihm genommen wird, dann wirklich hingeht und wofür das verwendet wird. Und da sehen Sie, das ist die deutsche Seligmann-Familie, die da großen Einfluss gehabt hat, zusammen mit dem Stamp, also STAMP, der dieser Familie aus Großbritannien, der dann Gouverneur von der Bank von England wurde und der selbst einmal dann gesagt hatte in seinen Memoiren, dass der Bankier derjenige Job ist, der absolut mit Sünde belastet ist. Das ist der sündhafteste Job, den es überhaupt gibt. Und wenn man einem Bankier all seinen Wohlstand nimmt, wenn man ihm nicht auch die Fähigkeit nimmt, Kredit einfach mit dem Stift zu kreieren, dann dauert es keinen Tag, bis er wieder die Welt unter seinen Fingern hat. Sowas in der Art hat er mal gesagt. Ich weiß jetzt das Zitat nicht ganz genau. Das war Sir Josiah Stamp und die progressive Einkommensteuer. Jetzt, Steuer macht Sinn, aber nur in der Art und Weise, um im heutigen System, um sozusagen festzuhalten, wie viel Wert wird überhaupt eigentlich wirklich geschaffen, sofern die das überhaupt beurteilen können. Aber es ist ein Zeichen, dass eine Aktivität stattfindet in einer Wirtschaft. Und die Steuerrechnungen dann, die belegen das nach oben hin und die können dann sagen, so und so viel war das wert. Aber dass hier jemand wirklich Steuern zahlen muss aus dem, was er verdient, das ist freiwillig. Und ich behaupte das auch in Deutschland, dass eine freiwillige Angelegenheit ist. Das ist meine Behauptung. Da mögen Sie mit mir jetzt anderer Meinung sein. Also, wieso soll ich von meinem Schweißgeld etwas abgeben, wenn ich das erarbeitet habe, wenn der Staat lediglich diese Steuerschulden in Form von doppelten Einträgen der doppelten Buchführung macht. Ich sage nicht, dass man Steuern vermeiden darf man sie, aber man darf sie nicht hinterziehen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein großer Unterschied. Also ich fordere Sie nicht auf, jetzt nicht mehr Steuern zu bezahlen, denn wenn Sie das täten, dann wären Sie wahrscheinlich in großen Schwierigkeiten. Aber die Frage ist, wie gleicht man Steuern aus oder wie kann man sich überhaupt generell einer Steuerpflicht ganz normal offiziell entledigen? Das ist hier die Frage. Dass das alles rechtens ist und dass Sie das korrekte Verständnis dafür haben. Das ist hier die Frage. Aber dazu müssen wir noch eine ganze Menge mehr wissen, bevor wir das Finanzamt sozusagen darüber informieren. Sonst gibt es da Schwierigkeiten. So, jetzt muss ich kurz meine Stichpunkte hier angucken. Einen kleinen Moment bitte. Ja, also das Ziel des Ersten Weltkrieges war vielfältig.
Es war ein typisch holotropisches Ereignis, was die Kanaaniten sich da ausgedacht haben. Und das sind Meister der Holotropie, sehr intelligent und haben die Möglichkeit, viele Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also wenn man das mal genau analysiert und anguckt, dann muss man sich fragen, ist ein Mensch überhaupt in der Lage, so genial zu denken, wie das, was da passiert ist. Also ein Ziel des Ersten Weltkrieges war, wirklich weltweit die Einkommenssteuer für private Bürger einzuführen oder auch für natürliche Personen. Das war das Ziel. Und teilweise in England fing das schon an vorm Ersten Weltkrieg. Das ist auch interessant. Das ging ungefähr, es war sogar noch ein bisschen bevor die Federal Reserve 1913 gegründet wurde. Und darauf wollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Denn dieser Seligmann, also dieser Clan, der hatte viel zu tun mit diesem Zivilkrieg, mit dem Civil War in den Vereinigten Staaten. Und da will ich ein paar Worte zu sagen, denn da wird ja wirklich in der Geschichte, in der herkömmlichen Geschichtsschreibung, der Eindruck erweckt, wie wenn das ein Krieg gewesen wäre, wo die Bundesregierung gegen die Südstaaten vorging, um die Sklaverei abzuschaffen. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit fernliegen als eine solche Behauptung. Es ging hier überhaupt nicht um Sklaverei. Jetzt muss man, um das zu verstehen, sich noch einmal dem Bild der Sklaverei zuwenden. Und da wird uns gesagt, dass Sklaverei etwas Grausames ist, dass Sklaverei brutal war. Und das mag gewesen sein. Es gibt auch Väter, die ihre Kinder und ihre Frauen schlagen. Das gibt es auch. Da spricht man auch nicht von Sklaverei. Da ist es das Schlagen von einem untergeordneten, schutzbedürftigen Menschen, was hier die Verwerflichkeit ist. Nicht aber, dass das die Frau ist oder die Kinder sind. Ja, genauso wenig, wie der Vater sagen kann, es ist ein Verbrechen, dass ich eine Frau und Kinder habe, so kann der Sklavenhalter sagen, es ist ein Verbrechen, dass ich Sklaven habe. Es kommt, steht und fällt alles mit der Behandlung der Menschen. Das ist das Entscheidende. Und da wird uns so viel Unsinn eingetrichtert, dass wir also wirklich glauben, Sklaverei war von A bis Z etwas Verwerfliches. Dazu muss man wissen, dass die schlimmste Sklaverei von den Sklavenverbringern betrieben wurde. Und das waren nicht hauptsächlich nicht Sklaven, die aus Afrika gegen deren Willen verbracht wurden, sondern sie werden staunen, es waren Weiße, die aus Irland und Europa verbracht wurden und die schlimmer behandelt wurden als die schwarzen Sklaven auf den Schiffen. Zum Beispiel bei den Ladeschiffen und Frachtschiffen mussten die weißen Sklaven aus Europa unten in den Bug des Schiffes arbeiten und viele von denen wurden getötet, weil die anderen Mitarbeiter, oft Schwarze oben auf dem Deck, einfach die Dinge nach unten geworfen haben und sich nicht geschert haben, ob da jemand stand oder nicht. Sie wurden auch nicht bestraft, wenn ein Weißer umgebracht wurde. Also das sind alles Sachen aus der Geschichte, die wenig bekannt sind, aber die schwarzen Sklaven in der Regel, die sind mit rübergegangen, weil man ihnen ein besseres Leben versprochen hatte und es wurde kein Hehl daraus gemacht, dass sie dort Sklaven sind und dort arbeiten, zum Arbeiten sind und dass sie also dort auf dem Land des Herren leben. Und natürlich gab es auch da, wie überall, brutale Handlungsweisen. Das kann man nicht ausschließen und die Geschichte widerlegt es auch, wenn man bestimmte Tagebücher und Biografien liest. Aber ganz besonders in den Südstaaten war es wichtig für die Sklavenhalter, die ja sehr profitabel waren in dem, was sie taten und übrigens hauptsächlich nicht Kanaaniten waren, sondern Schem, waren sehr reich durch die Baumwolle, durch Zucker und all die anderen Dinge, die dort angebaut wurden. Und die Sklaven hatten es dort in aller Regel sehr gut. Und jeder Sklave hatte die Möglichkeit, nach einer bestimmten Zeit seine Freiheit zu verlangen und sie wurde ihm gegeben. Nur war das eben ein Problem, dann oft, wenn ein Schwarzer dann von den Südstaaten in die Nordstaaten kam, wo er eigentlich wirklich sehr brutal behandelt wurde. Und das ist das Machwerk und die Propaganda der Bundesregierung, der US, also der United States. Nun, wie ist die United States überhaupt in die Existenz gekommen? Nun, das war nichts weiter als die Virginia Trading Corporation, die eine Schwestergesellschaft der Dutch Trading Corporation war und die eine Schwestergesellschaft der East India Trading Corporation war. Das heißt, alle diese Trading Corporations wurden gegründet von der City of London. Und die City of London, das ist etwas,
Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das ist ein eigenständiger Staat, so wie Vatikanstaat auch. Und die unterliegen nicht die Bürger der City von London und die Geschäfte, die Banken, die dort ansässig sind, die Presse übrigens, die unterliegen nicht den normalen Gesetzmäßigkeiten des Restes des Vereinigten Königreiches. Die haben ihre eigenen Gesetze dort. Und das sind sehr substanziell basierte Gesetze und kommerzielle Gesetze dort, Law Merchant. Aber sie unterliegen nicht dem Rest der Gesetze. Sie müssen sich auch nicht an internationales Recht halten, denn es sind diejenigen, die internationales Recht schreiben und mit veranlassen. Und die haben eben drüben, also dann Washington im District of Columbia, das hieß ursprünglich die Virginia Trading Corporation. Und das war eine 10 Quadratmeilen große Landfläche. Und das waren dann, die wurden dann umbenannt in die United States of America. Das heißt, die United States of America hatte nur Gerichtsbarkeit über diese 10 Quadratmeilen. Nichts weiter. Und sie haben sich aber dann angemaßt eben, sich einzumischen in die Angelegenheiten der Staaten. Und das hing damit zusammen, dass eben kommerzielles Recht galt und sie, die sich das Recht vorenthielten, sozusagen, den Interstaatenkommerz, also den Kommerz zwischen den Staaten, zu regulieren und das auch sehr effektiv mit militärischer Gewalt durchgesetzt haben. Und für die waren die Südstaaten ein großes Hindernis. Nun, die Südstaaten, die waren oft besiedelt mit Schem. Übrigens stimmt das nicht, dass es sich nur um die Staaten im Süden gehandelt hatte, sondern man kann sagen, ja, hauptsächlich, aber es gab auch Staaten im Mittelamerika und sogar im Norden Amerikas, die durchaus im Sinne der Südstaaten operiert hatten. Denn man darf nicht vergessen, dass die United States of America nur Gerichtsbarkeit haben über diese 10 Square Kilometer, die eben heute als Washington DC benannt werden, also Washington im District von Columbia. Und denen waren diese reichen Sklavenhalter natürlich ein Dorn im Auge, vor allen Dingen auch, weil die ihr eigenes Geld dort verwendeten. Also es kam zu diesem Krieg, das war ein brutaler Krieg, und der Krieg war nicht Nordstaaten gegen Südstaaten, sondern der Krieg war die Union, also die Bundesregierung, gegen all die Staaten, die sich nicht der Bundesregierung anschlossen. Das heißt, es war ein Feldzug, das war ein Eroberungszug all derjenigen Staaten, es nicht für richtig und gut und vorteilhaft befanden, dass sie sich sozusagen in einer Union anschlossen. Und das waren dann diejenigen, die haben eine Konföderation gebildet. Und Sie wissen, wie das ausging. Sie haben dann die Briten hier und da durchaus besiegt, aber letztendlich war siegreich die Vereinigten Staaten von Amerika, aber eben nur in Bezug auf kommerzielles Recht. Und er kam auch deswegen zustande, weil in den Kolonien, auch in den britischen Kolonien, als die Bundesregierung von Amerika die sogenannten Steuern einführte und es den Kolonien verbat, ihr eigenes Skript zu verwenden, da haben sie eben auch rebelliert. Das heißt, das Ganze hatte nichts zu tun mit Sklaverei wirklich vorderrangig, sondern war nichts weiter als eine Abschaffung der Sklaverei in der Form, als dass niemand mehr das Recht hatte, selber sein Leben so zu gestalten, zum Beispiel im Halten von Dienern, im Halten von Schwarzen. Denn diese Schwarzen, die unterstanden dem Recht des Herrn und unterstanden nicht dem Recht der Bundesregierung. Das heißt, die Arbeit, die dort vollzogen wurde, war auch gar nicht besteuerbar vom Staat. Und wenn es um eine progressive Steuer geht, dann ist es natürlich wichtig, dass alle besteuerbar werden. Und das hat übrigens auch, dass derselbe Gedankengang war dann der Hintergrund für die Emanzipationsbewegung der Frauen. Das heißt, man hat ihnen das Recht zum Wählen zugesprochen. Und das mag sich jetzt durchaus kontrovers anhören, aber ich kann Ihnen sagen, niemals wurde eine Frau so entrechtet wie durch so ein Privileg, durch das Zugeben eines solchen Privileges. Aber da sprechen wir noch drüber, wenn wir über die verschiedenen Rechtsformen sprechen. Das war also ein großer Nachteil wirklich für die Frauen, denn von nun an stand die Frau nicht mehr unter dem Schutz ihres Mannes, sondern sie war unter dem Schutz des Staates. Und somit waren auch die Kinder unter dem Schutz des Staates und nicht mehr unter dem Schutz des Mannes der Familie. Also das mal so vorab hier. Und damit waren dann auch, konnten Kinder, die geboren wurden, sozusagen gleich von vornherein besteuert werden. Und wie das passiert ist, sprechen wir auch in der Zukunft drüber. Also das war das Machwerk der Kanaaniten. Sie haben sich wirklich mit
großer Mühe und viel Sorgfalt und natürlich dem Brechen von sämtlichen Gesetzen Gottes so in eine vorteilshafte Position gebracht, dass sie wirklich, kann man sagen, den Weltkommerz kontrolliert haben. Und das war etwas, was unnachvollziehbar war für Shem und ganz normale Menschen wirklich. Die konnten sich nicht vorstellen, dass eine Gruppe von Menschen oder auch Individuen sogar so bösartig sein können und so etwas durchziehen. Und es ist dieses sich nicht vorstellen können, was dann tatsächlich zur umgekehrten Situation geführt hat, nämlich zur Versklavung der Shem gegenüber den Kanaaniten. Aber Sie kennen vielleicht alte Bilder, wo der Teufel abgebildet wird mit einem Buch im Mund, was er etwas widerwillig zwischen seinen Zähnen hält. Und das bedeutet als Sinnbild, das sind die Gesetze. Also das Wort des Teufels ist gebunden bei den Gesetzen in diesem Buch. Und das bedeutet, dass auch hier die Dämonen und der Teufel, die können sich nicht über bestimmte Gesetzmäßigkeiten hinwegsetzen. Sie müssen denen auch Folge leisten. Und das tun sie auch, vorwiegend. Wenn das nicht passiert, dann geht so eine Bewegung oder so eine Absicht oder so eine Unternehmung sehr schnell für die bergab. Das ist oft passiert in der Geschichte, dass sie nicht das erreicht haben, was sie wollten, weil sich hier solche Gesetzmäßigkeiten zu sehr brachen. Und man findet viele Hinweise auch in der Bibel, um welche Gesetze es sich handelt. Es handelt sich zum Beispiel darum, dass die Kinder Gottes nicht getötet werden dürfen. Und das sehen Sie zum Beispiel im ersten Buch von Hiob. Sie kennen wahrscheinlich diese Episode aus der Bibel, wo sich der Teufel beklagt. Das ist übrigens sehr gut vergleichbar mit dem Prolog des Faust, Goethes Faust, wo Mephisto sich mit Gott unterhält. Und sehr ähnlich ist das im ersten Buch von Hiob, wo sich der Teufel beklagt, dass er an Hiob gar nicht rankommt, weil er ein viel zu frommer Mann ist. Und Gott ihm antwortet, ich habe dir die Gewalt über die Erde gegeben. Du kannst alles, du kannst ihm alles antun. Und dann wirst du sehen, dass er immer noch ein frommer Mann ist. Aber eines darfst du nicht und du darfst ihn nicht töten. Und so geht der Teufel ans Werk. Ja, Sie kennen das, er macht Noah krank. Er nimmt ihm seinen ganzen Wohlstand. Noah verliert seine Frau, seine Kinder. Niemand kennt ihn mehr. Er verliert seine Freunde. Er ist bettelarm. Und trotzdem betet er immer noch jeden Tag und akzeptiert es und sagt, wenn das dein Wille ist, dann akzeptiere ich das. Und so kommt der Teufel wieder zurück zu Gott und sagt, ja, ich kriege ihn immer noch nicht. Und der Teufel musste die Niederlage eingestehen und musste Noah eben seinen Wohlstand, seine Gesundheit und alles zurückgeben. Das sind Sinnbilder für das, was hier gemeint ist. Und das heißt, Noah hat sich an das Wort Gottes gehalten, an diese Gesetzmäßigkeiten, ja, und hat nie etwas Böses getan, denjenigen, die ihm etwas Böses getan haben. Denn das ist ganz logisch, wenn man auf diese Stufe selber sich einlässt und genauso handelt wie die andere Partei mit böser Absicht, dann ist man nicht besser als die andere Partei. Und dann gehört man zu den sogenannten gefallenen Menschen oder auch gefallenen Engeln, wenn man so will. Man gehört zu denen. Dann hat man nur noch eins, dann ist man Teil der Kanaaniten. Und dann hat man letztendlich nur die Heilung, dass man sich ergibt und sagt, okay, ich diene. Und was das im Bezug für eine Bedeutung hatte, jetzt die Shem müssen auch den Kanaaniten die Möglichkeit geben zu dienen. Das ist die Kehrseite der ganzen Angelegenheit. Und sie werden mit denen alle möglichen Probleme haben, weil die eben von Natur aus unehrlich sein mögen, stehlen mögen, den Herren beklauen mögen und so weiter. Aber das ist nun einmal diese zwei Seiten, das Herrschen und das Dienen. Und das ist etwas, was ist ganz wichtig. Man kann nicht alle gleich machen und sagen, wir sind alle Herren. Man kann nicht sagen, wir sind alle Diener. Denn wem dienen wir, wenn wir alle Diener sind? Wer dient uns, wenn wir alle Herren sind? Das heißt, dieses Verhältnis zwischen Herr und Diener, das ist etwas, was sich gegenseitig ergänzt, was beide Parteien bereichert. Der Diener, der braucht sich um seine Existenz keine Sorgen machen. Denn für ihn wird gesorgt. Das kann man auch mit dem Wort Schuldner bezeichnen. Und glauben Sie mir, die Schuldner sind so gut geschützt wie nie vorher in der Geschichte heutzutage. Das mag jetzt sich merkwürdig anhören, aber das werden wir später dann auch beweisen, einfach anhand der Gegebenheiten. Das heißt, den Herrn kann man dann natürlich äquivalent bezeichnen als den Gläubiger. Das heißt, der Gläubiger glaubt dem Diener, dem Schuldner. Das heißt, da ist ein Vertrauensverhältnis vom Gläubiger gegenüber dem Diener
und natürlich auch eine Abhängigkeit des Dieners, des Schuldners gegenüber des Gläubigers. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, das wird vielleicht wenig Sinn machen für Sie, aber es ist der Gläubige, der dafür sorgen muss, dass der Schuldner so aufrechterhalten wird, in der besten möglichen Form, wie er das kann, damit dieser auch seine Schuld begleichen kann oder seine Schuld bezahlen kann oder dienen kann. Das ist die Aufgabe des Gläubigers und nicht des Schuldners. Das heißt, der Schuldner, der Sklave, wenn man so will, der Diener, der ist geschützt durch den Gläubiger, durch den Herrn. Und diese Prinzipien sind tatsächlich heute noch so und man sieht sie nur nicht, weil wir so viel Propaganda und so viel hasserfüllten Tiraden auch in den alternativen Medien ausgesetzt sind, dass wir wieder in einer Art dualistischer Art und Weise vom einen Extrem ins andere schwanken, ohne uns wirklich größere Gedanken darüber zu machen, was dem wirklich zugrunde liegt. Das dient alles nur der Irreführung. Irreführung ist das Hauptziel derjenigen Kanaaniten, die gegen diesen Fluch, gegen dieses Dien rebellieren. Das ist das Hauptziel. Irreführung, Verwirrung. Das Ablenken von dem, was wirklich geschieht, was wirklich wichtig ist. Also der Herr sorgt für den Diener und der Diener darf erwarten, dass er gut behandelt wird. Denn was passiert, wenn der Diener nicht gut behandelt wird? Naja, wenn das im Einzelfall passiert und einem ganzen Haufen von Dienern, wird vielleicht nicht viel passieren. Aber wenn ein Herr generell die Tendenz hat, seine Diener zu misshandeln, dann werden sie gegen den Herrn rebellieren und ihn irgendwann erschlagen möglicherweise. Und dann hat der Herr das verdient, was er selber auch ausgegeben hat. Das heißt, es war dem Herrn wohl daran gelegen, dass seine Diener in sehr guter Verfassung waren und dass die Diener auch die Möglichkeit hatten, sozusagen sich aus dieser Situation der Dienerschaft zu befreien. Und das konnten sie auch. Entweder wurden sie promoviert, das heißt, sie haben höhere Positionen in der Hierarchie der Organisation des Herrn gehabt, oder durch die Freiheit letztendlich konnten sie sich erwerben. Jetzt Sklaverei, das muss man auch angucken. Da muss man sich genau die Definition angucken von Sklaverei. Sklaverei ist, dass sich freiwillig in die Abhängigkeit eines anderen begeben, um eine Schuld zu tilgen. Das ist Sklaverei. Was nicht Sklaverei ist, ist, wenn jemand gezwungen wird, unfreiwillig für einen anderen zu arbeiten. Das nennt man die unfreiwillige Dienstbarkeit. Und das ist natürlich ein Verbrechen. Warum? Weil das gegen den Willen desjenigen geht. Das heißt, man kidnappt jemanden, man legt ihn in Fesseln und Ketten und lässt ihn dann arbeiten. Und was haben wir alles da gesehen an Hollywood-Filmen, wo die Sklaven in Fesseln und Ketten angeblich auf den Feldern arbeiten? Wie viel davon wahr ist, das überlasse ich Ihnen herauszufinden. Es ist immer besser, wenn man die Dinge selber herausfindet, als wenn einem das so einfach so vorgesetzt wird. Es ist immer wichtig, das zu überprüfen, was man hört. Und obwohl es das gegeben haben mag, aber das war wirklich nicht das, was mit Sklaverei gemeint war. Es war eine gute symbiotische Beziehung, sehr profitabel für alle Parteien. Bis dann eben die City von London über die Virginia Trading Corporation, auch bekannt jetzt unter dem Namen United States, sich da anfing einzumischen. Und also merken Sie sich die Namen Seligman und Sir Josiah Stamp und wenn Sie die mal untersuchen, dann kommen Sie wirklich auf all die anderen Namen, die Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, wie Rockefeller und Rothschilds, die Schröders, die Oppenheimers. Das alles steht und fällt mit diesen wichtigen Persönlichkeiten. So, jetzt waren aber die Bankiers nicht hauptsächlich diejenigen, die verantwortlich waren für die ganze Konzeptionierung. Denn es gab viele Bankiers, auch kanaanitische, die sich durchaus bewusst waren ihrer Situation und die es sich als Aufgabe genommen hatten, den Schem zu dienen. Und da ist ein interessanter und über viele Jahrhunderte hinweg interessanter Kampf innerhalb dieser Bankierskreise vonstatten gegangen. Und das war eben, ob man die doppelte Buchführung in die öffentliche Geldpolitik mit einbringt oder nicht. Warum das so wichtig ist, darüber sprechen wir später. Aber die doppelte Buchführung, das ist wirklich, in der drückt sich das christliche Prinzip aus. Und das nur dann macht eine Annahme für wert, von der Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, einen Sinn. Auch über die sprechen wir in relativ naher Zukunft, würde ich sagen. So, jetzt muss ich kurz hier ein Dokument aufrufen, um Ihnen ein bisschen so eine Timeline zu geben über das, was passiert ist. Jetzt, wie konnte es passieren, dass all die substanziellen
Beziehungen zwischen den Menschen, also das Tauschen ersetzt wurde, oder das substanzielle Geld, wie zum Beispiel Gold und Silber, ersetzt wurde durch Kredit. Und das Ganze fing wirklich an 1215 offiziell. Da gab es das, davon haben Sie gehört, die Magna Carta. Und da spricht jeder darüber, dass das sozusagen den Landherren eine gewisse Freiheit einräumte gegenüber der Monarchie. Was aber wirklich wenig darüber gesprochen wurde, ist, dass die Magna Carta fremden Kaufleuten das Recht eines freien Handels in England bescherte. Das ist wirklich das, was dahinter steckt. Und nun, das könnte man als Hochverrat bezeichnen, aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. 1247 wurde in Hamburg, Lübeck und Brunswick der sogenannte Hansabund, oder auf Englisch sagt man die Hanseatic League of Mercantile Cities, also die Hansabund der kaufmännischen Städte in Deutschland gegründet. Das war 1247. 1283, ja, gab es ein Statut von Edward I., das hieß das Gesetz oder Action Bummel, und das war das erste offizielle Gesetz, welches fremden Kaufleuten erlaubte, Schulden unter dem sogenannten verkürzten Prozess, das haben sie jetzt in Deutschland auch, Summary Process, und die damit verbundenen Ergreifen von wirklichem berührbaren, also festen Eigentum zu vollziehen und sogar Leute einzusperren, wenn sie ihre Schuld nicht zahlen konnten. Das Interessante war hier, dass die Juden ganz explizit von diesem Vorteil des Gesetzes ausgeschlossen wurden. Kann man sich überlegen, warum das so war. Jetzt in 1338, also das ist alles relativ kurz hier, hat Edward III. Dann weitreichende Privilegien dem Hansabund oder den Mitgliedern des Hansabundes gegeben, im Wechsel für Mittel, also damit war wahrscheinlich Gold oder Silber gemeint, um die Juwelen der Königin aus Cologne, also aus Köln, zurückzuerwerben. Denn die waren damals im Besitz des Hansabundes, einfach aufgrund deswegen, weil England die sozusagen als Pfand gegeben hatte für Gold. Muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, wenn die Juwelen der Königin als Pfand gegeben werden, fremden Händlern in Deutschland, um sozusagen Mittel zu bekommen, naja, um möglicherweise Krieg zu führen. 1553, das ist jetzt 200 Jahre später, haben Sie gehört sicherlich von John Calvin, der ein Institut der christlichen Religion gegründet hatte und sozusagen Kern der Reformation wirklich war. Sie haben Luther in Deutschland, und diese Reformation, die war eingeleitet und eingesetzt von den Kanaaniten als direkte Opposition zur katholischen Kirche, um deren wirklich legitime christliche Nachfolgeschaft sozusagen anzugreifen. Das hatte die Kirche, das hatte die ursprüngliche katholische Kirche. Das mag etwas verstörend klingen, aber sie hatte dieses Recht, denn sie wurde gegründet von Petrus, man nennt es den Stuhl Petri, um die christliche Religion aufrechtzuerhalten und um vor allen Dingen auch ein christliches Bollwerk aufzubauen, auch auf jetzt materieller Ebene, gegen die maßlosen Übergriffe der Kanaaniten gegen Christen. Die Kreuzzüge waren, wie ich das letzte Mal erwähnt hatte, nicht etwas, wo die katholische Kirche ausging und andere fremde Nationen unter der Bedrohung des Schwertes zum Christentum überredet hatte, sondern die Kreuzzüge waren dazu da, die Christen in anderen Ländern und Territorien vor den kanaanitischen Übergriffen zu schützen und natürlich auch die Werte der Christen in Sicherheit zu bringen, woraus sich die Templer ergaben, die sich das zur Aufgabe gemacht hatten, die ein sehr gutes System hatten, das waren sehr intelligente Menschen, und darunter waren auch Kanaaniten, aber Kanaaniten, die akzeptiert hatten, dass sie zu dienen hatten. Und das gibt es eben auch. Deswegen, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, sondern muss genau hingucken, was tut jemand. Das ist das Entscheidende. Nicht das, was er sagt, ist entscheidend. So, also Calvin fing diese Reformation an, den Protestantismus, der also wirklich aus kanaanitischem Gedankenursprung stammte, um eben ein, ja, man könnte sagen, Wettbewerb zur katholischen Kirche zu kreieren. Das Interessante war auch, dass die unterstützten, dass eben Geld zu Zinsen verliehen wurde und sogar übermäßigen Zinsen. Also das kommt aus der John Calvins
Reformationskirche. In 1535, im selben Jahr, und das ist interessant, hat dann Heinrich der Achte, also Henry VIII, die Klöster der katholischen Kirchen ergriffen und sie sich untertan gemacht. 1535 in Italien, Machiavelli, von dem Sie gehört haben, hat das Buch The Prince geschrieben. Das ist ein Buch, das würde ich Ihnen empfehlen zu lesen. Ich schreibe das mal unten rein hier, von Machiavelli. Machiavelli hat einen riesigen Einfluss gehabt. Machiavelli war auch direkt befreundet mit den Borgias. Die Borgias waren natürlich Kanaaniten, kamen aus den Moranos, die waren eigentlich Spanier. Ich hatte das letzte Mal das kurz angedeutet. Papst Alexander VI. Und sein, warte mal, war das sein Großvater oder sein Uronkel? Ich weiß, sein Großonkel, der war auch schon Papst. Die hatten sehr viel Kontakt mit Machiavelli zu dem Zeitpunkt. Machiavelli war ein direkter Berater von den Medici. Die Medici waren auch kanaanitischen Ursprungs, das ist unschwer zu erkennen. Aber es gab noch eine ganze Menge andere dieser italienischen Familie. Die Forzas, die Orsinis, die Aldobrandinos. Das nennt man die schwarze Nobilität. Und aus denen hervor sind viele der anderen Bankierfamilien später gegangen. Sie haben ihren Namen oft verändert, haben sich auch ganz bewusst zum Beispiel jüdische Namen gegeben, um unter den Schutz zu fallen, den heute den Juden sozusagen zusteht oder, sagen wir mal so, zugewiesen wird. Und das ist das ganze Argument des Antisemitismus. Das heißt, hat man unter einem jüdischen Namen Handel getrieben, dann war man unter dem Schutz der Gesetze, die gegen Antisemitismus waren. Und das finde ich ist ein interessantes Wort, denn die Kanaaniten oder auch diese Art von konvertierten Juden zum Judentum, das sind sowieso keine Semiten, denn im Wort Semit ist das Wort Schem drin enthalten, also Schemiten. Das heißt zu sagen, man hat antischemitische Äußerungen gemacht, macht wirklich in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn, aber so ist das heute. Alles ist irgendwie ein bisschen auf den Kopf gestellt. So, also, das war Machiavelli. 1588 haben die holländischen und spanischen Kaufleute eine Kampagne gestartet, oder eigentlich schon vor 1588, um eben England unter ihren Griff zu bekommen. Denn in England galt wirklich, das war ein Staat, wo göttliche Prinzipien aufrechterhalten wurden zu dem Zeitpunkt und der eigentlich stark, man sagt, antikatholisch war. Aber das ist nicht exakt der Fall. Die Engländer haben sich gewehrt gegen die Veränderung in der katholischen Kirche und vor allen Dingen gegen die bestimmte päpstliche Bullen, die große Besorgnis erregt hatten. Aber wahrscheinlich wurde das auch größtenteils missverstanden. Also das ist eine sehr komplizierte Geschichte da. Aber 1588 wurde dann dieser Versuch der Holländer und Spanier mit der Armada Großbritannien zu überrennen durch einen Sturm zu einem abrupten Ende gebracht. Das heißt, die gesamte spanische Armada versank in einem Sturm. Und das wurde gesehen als ein Zeichen Gottes. Sie kennen wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht die Ausführungen von Königin Elisabeth I., die da wirklich für diesen Sturm gebetet hatte und ihn wohl auch bekam. 1598 hat dann, ein Jahr also danach, Elisabeth I. alle hanseatischen Kaufleute, also die Mitglieder aus dem Hansebund, aus England vertrieben. Und zwar aus dem Grund, weil die verweigerten, also die Hanseaten verweigerten gegenseitige Privilegien, die englische Händler in Deutschland haben könnten. Das heißt, da war kein wirklicher Austausch da. Und wenn man versteht, dass der Hansebund ein wirklich rein kanaanitisches Unternehmen war, dann ist das nicht verwunderlich, dass die das nicht im Gegenzug auch geben wollten. Und so hat also dann auch Elisabeth die ganzen Stahlyards geschlossen. Das heißt, die Schiffsbau konnte nicht mehr betrieben werden und das war natürlich für die Hanseaten ein riesiger Schlag. Aber es gibt keinen Schlag, von dem die sich nicht erholen können. Sie haben sich dann eben nach Hamburg zurückgezogen. Jetzt 1604 war James I. von England und er hat das kaufmännische Recht ganz effektiv eingebettet in das Gemeinschaftsrecht oder Landrecht von England. Und jetzt muss man was dazu sagen. Das kaufmännische Recht ist eigentlich nicht korrekt übersetzt, aber es heißt offiziell international The Law Merchant. Lex Mercatoria könnte man auch sagen. The Law Merchant oder
oft auch nur Law Merchant ohne Artikel. Law Merchant, das ist also Recht Kaufmann oder kaufmännisches Recht. Aber das ist nicht ganz korrekt. Law Merchant ist wirklich ein Eigenname. Und dieser Law Merchant, der wurde eben von den Kanaaniten seit Urzeiten stillschweigend als das Recht und Gesetz genommen, was erst einmal nur unter ihnen selber galt. Das heißt, das war kaum niedergeschrieben. Es gab hin und wieder ein paar Dinge, die wurden niedergeschrieben. Man kann etwas ableiten aus alten Verträgen, die sie gemacht hatten, aber es ist effektiv gesehen kein Gesetz, wo man jetzt sagen kann, das ist der Code und der ist niedergeschrieben und daran halten sich alle und danach wird gerichtet, sondern es ist im Großen und Ganzen nichts weiter als das Gesetz und Recht über verhandelbare Wertpapiere. Und das ist natürlich ziemlich im Gegensatz zu einer substanzbasierten Ökonomie, die mit Gold und Silber arbeitet oder mit anderen Gütern, die als Bezahlung für Leistungen und Güter gegeben werden. Also das darf man nicht vergessen hier, dass der Law Merchant das Recht ist unter Kaufleuten. Und dieses wurde sozusagen stillschweigend allen anderen Gerichtsbarkeiten übergestülpt. Auch deutsche Richter haben stillschweigende Kenntnisnahme, haben stillschweigend diesen Law Merchant zur Kenntnis genommen. Global ist der stillschweigend zur Kenntnis genommen. Das heißt, wenn Sie glauben, Sie gehen ins Gericht und haben eine substanzielle Angelegenheit dort zu regeln, das stimmt nicht, Sie sind unter dem Law Merchant. Und Sie werden dort als Kaufmann betrachtet, als Credit Merchant, also als Kreditkaufmann, und zwar ganz einfach deswegen, weil sie sich Euros bedienen, weil sie ein Bankkonto haben, weil sie ihr Auto registriert haben. Aus dem Grund. Und es ist stillschweigend. Das heißt, es ist sleight of hand. Das heißt, es liegt da eine Täuschung vor. Aber warum das korrekt ist, dass da eine Täuschung vorliegt, und warum das sogar wichtig ist, dass da eine Täuschung vorliegt, darüber sprechen wir dann noch. Es ist nicht verkehrt, dass da eine Täuschung vorliegt, denn liegt eine Täuschung vor, dann ist das aufgrund dessen antastbar. Das ist also die Heilung. Dass die täuschen, ist unsere Heilung oder eine der Heilungen. Man muss es so angehen, aber es ist eine Heilungsmöglichkeit. Das heißt, Sie haben festgestellt mit Sicherheit, Sie sind im Gericht, es geht immer nur um Rechnungen. Es geht immer nur um Urteile. Es geht immer nur um Cash oder um Überweisungen oder um Bezahlungen. Ganz gleich, was Sie im Gericht auch tun, sogar wenn Sie vorm Strafgericht stehen, es sei denn, es ist Mord oder irgendwas sehr Schwerwiegendes, ja, aber Sie werden verurteilt zu Tagessätzen von 40 Euro oder 80 Euro oder 100 Euro oder 20. Je weniger, desto schlechter eigentlich wirklich. Sie werden verurteilt zu Tagessätzen. Okay? Gefängnis ist nichts weiter als eine kommerzielle Transaktion unter dem Law Merchant, unter dem Gesetz der geborgenen und sichergestellten Kollaterals für ein kommerzielles Wertpapier. Und das ist der Law Merchant. Und da eben, um nochmal auf die Seligman zurückzukommen und die Stamps, das ist das, was die dann eben auch über die Steuerreformen weltweit, über die OECD-Länder, Sie müssen sich mal die Organisation OECD unter die Lupe nehmen, genauer, ich schreibe das mal unten rein. Da werden Sie Erstaunliches bemerken und sich an den Kopf fassen. Warum wird das gemacht? Das ist die große Frage. Warum wird den Menschen deren Wert gestohlen? Und das ist es, wie es erst einmal aussieht. Ob das tatsächlich so ist, zweite Frage. Aber so sieht es erst einmal aus. Und also James I. von England hat also effektiv diesen Law Merchant eingebettet und inkorporiert in das Gemeinschaftsrecht, in das allgemeine Landrecht von England. Aber es war auch er, der eben die sogenannte King James Version der Bibel von 1611, also 10 Jahre später, mit herausgebracht hat, mit editiert hatte. Und zwar, weil er sich bewusst war, um was es hier ging. Das heißt, er wollte, dass die Menschen jetzt eine Bibel hatte. Die uneditierte Version der King James Bibel von 1611 ist eine Bibel, in der wirklich Dinge so übersetzt wurden, dass sie kommerziell einen Sinn ergeben und für die Menschen, wenn sie diese Gesetze dort befolgen, auch tatsächlich eine Heilungsmöglichkeit darstellt, wenn die Menschen das erkannten. Das heißt, King James of England hat das nicht offensichtlich formuliert, aber er hat das so formuliert, dass diejenigen erkennen, um was es geht, tatsächlich eine Heilung haben. Und jeder, der die Bibel kannte und zu dogmatisch war und da diese furchterregenden Predigten der
vor allen Dingen auch protestantischen, wie sagt man, Reverence da sich angehört hatte. Jeder, der also noch ein bisschen Selbstrespekt hatte und da nicht hat kleinschlagen lassen, der konnte erkennen durch diese Bibel, was es für Möglichkeiten gab, durch diese Law Merchant. 1618 bis 1648 haben dann religiöse Kriege in Deutschland zum Beispiel Millionen umgebracht. Und jetzt ist das Interessante, dass die nordischen kaufmännischen Städte wie Hamburg, Bremen, Hannover und so weiter, also die Städte, die Mitglied im Hansabund waren, so gut wie unberührt aus diesem Krieg hervorgingen. Können Sie sich überlegen, was da wohl dahinter steckte. 1649 dann gab es Karl I., und der wurde umgebracht, weil er die kaufmännischen Interessen der City von London ganz offensichtlich denen entgegenstand. Und da kennen Sie den Namen Oliver Cromwell und seine Clique, die auch wieder inspiriert waren eigentlich von holländischen Interessen. Und 1688 sind dann holländische und deutsche Kaufleute oder kaufmännische Interessen haben dann Wilhelm II. Of Orange auf den britischen Thron gebracht. Der hätte da eigentlich gar nicht hingedurft. 1714 ist etwas Interessantes passiert. Da hat das Haus von Hannover und Brunswick den britischen Thron erlangt in der Person von Georg I., der dann Vater von Georg II. War und Urgroßvater von Georg III. Das war 1714. Und da sehen Sie, die Hanseatische Liga aus Deutschland da erfolgreich dann doch war in einer Art von monarchischer Revolution. Und dann ist etwas passiert und das hat Konsequenzen gehabt und hat es immer noch heute. Es war 1756, wenn Lord Mansfield, der Chefrichter, also der, wie sagt man, der Justice, der King's Bench wurde, das ist also eines der obersten Richterposten, die es gab in der Monarchie, und er hat sich ermächtigt gesehen, riesige zusätzliche, Provisionen im sogenannten Zivilrecht hinzuzufügen und auch in das Landrecht. Und er ist ganz besonders dafür verantwortlich, dass er eine ursprüngliche substanzielle Schuldenfall, also wo jemand beweisen musste, dass eine Schuld vorlag, in eine sogenannte Equitable Action umgewandelt hat. Das heißt, es ging nur noch darum, wenn jemand den anderen anschuldigt, dass er eine Schuld hat, einem gegenüber hat, dann gilt das schon als Urteil. Und er hat damit also die Geschworenengerichte außer Kraft gesetzt. Auch in diesen Schuldanklagen. Denn es war damals auch eine Frage von Geschworenengerichten, die beurteilen mussten, ob jemand einem anderen etwas geschuldet hatte, wenn diese Schuld in Frage gestellt wurde. Und das war natürlich ganz besonders schlimm. Und das hatte weitreichende Auswirkungen eben auch in die US-Staaten. Und wir können diese Dinge nicht außen vor lassen, denn teilweise haben deutsche Handelsleute das ganze Desaster, was da dann über die Menschheit hereingebrochen ist, wirklich auch provoziert. Aber jetzt darf man da nicht sagen, das waren die Deutschen, denn es waren eben nur bestimmte Menschen, die unter den Deutschen gelebt haben, gearbeitet haben, zum Beispiel den Hanseatischen Bund mitbegründet haben. Übrigens sind da die Oppenheimers von Wichtigkeit, die auch wiederum mit den Seligmann zu tun hatten und so weiter und so fort. Auch interessant ist vielleicht, wenn man sich anguckt, mal die Rolle, die der US-Botschafter zu Hitler hatte, der hieß Dodd mit Nachnamen, was der so alles geschrieben und gesagt hatte und wie der die Dinge eingeschätzt hatte. Das war wirklich ein Geschichtler, der sehr gerecht und objektiv immer heranging an die Themen. Und den kann man sich mal angucken, was der so gesagt hatte. Der war US-Botschafter in Deutschland, nachdem Hitler an die Macht kam. So, das nächste wichtige Ereignis war 1810. Da kam Napoleon nämlich daher und hat diese League of Hamburg, Lübeck und Bremen, also diese Liga, diesen Hansabund, zeitweise wenigstens für einen Zeitraum niedergeschlagen. Also Napoleon war das. In 1842 wurde dann in einem Fall, in einem Gerichtsfall von Swift versus Tyson erklärt, dass das kaufmännische Recht, also der Law Merchant, das Landrecht der Vereinigten Staaten wurde. Das heißt also, das Common Law der Vereinigten Staaten ist das kaufmännische Recht. Deswegen muss man sehr genau wissen, wo man eine gemeinschaftsrechtliche Klage bringt, in welchem Gericht. Tut man das im falschen Gericht, dann landet man nämlich genau da, wo man vielleicht nicht sein will. Gut,
Dann ging es weiter, 1861 bis 65 war der Zivilkrieg in den Vereinigten Staaten. Das hatten wir schon erläutert. Und in 1870 ist etwas passiert, das hat weitreichende Folgen auch für uns heute. Und das ist, da wurde das Prinzip der begrenzten Haftung für Firmenkonstrukte oder überhaupt inkorporierte Geschäftsleute eingeführt. Und das waren natürlich, diese Prinzipien kamen natürlich, auch diese Ideen kamen von Calvin, also diesem Reformer, dem religiösen Reformer, John Calvin. Und was bedeutet das? Und das ist eine ganz wichtige Frage, da gehe ich kurz drauf ein, wir sprechen darüber auch in der Zukunft, wenn es um Frage von Haftung geht. Aber wenn jemand begrenzte Haftung hat, dann kann er auch nicht mehr unbegrenzt handeln. Denn nur wer unbegrenzte Handlungsfreiheit hat, kann auch unbegrenzte Haftung übernehmen. Oder besser gesagt, wer unbegrenzte Haftung übernimmt, kann auch unbegrenzt handeln. Jetzt, wenn das Prinzip der begrenzten Haftung eingeführt wird, dann ist das eine Beschränkung. Das heißt, ich kann bestimmte Dinge nicht mehr tun. Und das ist natürlich, da muss man jetzt auch in Betracht ziehen, dass das zu tun hat mit dem Versicherungswesen, das übrigens nie damals unterm Landrecht und unterm Gemeinschaftsrecht so gut wie nicht existierte für private Menschen. Die hatten keine Versicherung. Die waren voll verantwortlich für das. Nur als Einschub. Also das war ein wirklicher Einschnitt in die wirtschaftliche Freiheit der Menschen, dass sie nur noch Geschäfte betreiben konnten in der Öffentlichkeit unter begrenzter Haftung. Das war ein wirklicher Einschnitt. Auf der anderen Seite kann man sagen, nun, ist doch gar nicht schlimm. Ich überfahre jemanden mit dem Auto und solange ich nicht betrunken war und solange ich nicht, wie sagt man, grob fahrlässig gehandelt hatte, na, komme ich mit ein paar Jahren Gefängnis davon. Was sind ein paar Jahre Gefängnis im Wechsel für ein Leben, was man genommen hat? Ja? Oder, auch wenn das alles, das ganze Geschäft bergab geht, ich hafte maximal mit 50.000 Euro. Oder in der GmbH ist das, glaube ich, 50.000 oder 25.000. Das ist das Maximum. Das ist doch wunderbar, kann man sich da sagen, nicht wahr? Naja, ja, das ist wunderbar für die, verstehen dann, eben unbegrenzt Handel zu treiben und dann trotzdem nur begrenzt zu haften. Für die ist das wunderbar, ansonsten ist das nichts weiter als ein Betrug an den Geschädigten. Also begrenzte Haftung ist ein Nachteil und kein Vorteil in dem Kommerz, wie wir ihn treiben wollen. So, jetzt muss ich das etwas abkürzen, jetzt Dinge herausgreifen. Ja, in demselben Jahr wurden dann die Hanseatische Liga wieder unabhängig und Preußen, Frankreich und sichert sich eine Haftung von 1 Milliarde Golddollar. Eine Indemnity, sagt man dazu. Eine Freikauf wirklich. Von 1 Milliarde Dollar. Das hat Preußen sich von Frankreich gesichert. 1890, 20 Jahre später, adoptiert die Vereinigten Staaten den Goldstandard. Man muss überlegen, was sind da die Zusammenhänge. Und 10 Jahre später, im 1900, hören aber die Vereinigten Staaten auf, den Golddollar sozusagen zu münzen. Interessant. Und da sehen Sie, dass das darauf hinausläuft, dass Gold sozusagen als Zertifikat jetzt behandelt wird. Nicht mehr in der Substanz. 1913 wurde dann die Federal Reserve gegründet. Sie wissen, was das bedeutet. Das heißt, jetzt haben private europäische Banker, muss man dazu sagen, vor allen Dingen deutsche Bankiers, den Griff über die gesamten Vereinigten Staaten. Und alle amerikanischen Bürger werden sozusagen die Geldsklaven dieser deutschen Bankiers, hauptsächlich deutsch, auch englisch und britisch. Aber letztendlich in Europa geht das aus und das ging aus von deutschen Bankiers. Und fühlen Sie sich da jetzt nicht schuldig, denn das hat weniger jetzt mit den Deutschen als Volk zu tun, als vielmehr mit den Interessen, die sehr erfolgreich in Deutschland umgesetzt werden konnten, eben aufgrund der Großzügigkeit der Deutschen. Das heißt, das Böse konnte sich dort besonders wirkungsvoll entfalten, weil einfach die Deutschen sehr gutmütig waren. Und jetzt will ich noch kurz auf die bolschewikische Revolution eingehen. Die fand ja 1917 statt. Gibt es ein interessantes Buch, das sollten Sie, ich weiß nicht, das hier als Tipp. Und das ist Unter dem Zeichen des Skorpions. Bitte arbeiten Sie diese auf, denn das ist wichtig. Ein Einblick von Jüri, das schreibt man irgendwie speziell. Ich schreibe jetzt mal das, na, glaube ich, ist das. Bitte seien Sie vorsichtig mit bestimmten Büchern, propagieren Sie das nicht öffentlich, sondern lesen Sie das in aller Stille. Denn diese Bücher, die sind, könnte man sagen, gewissermaßen Sprengstoff für das eigene Geschichtsbewusstsein. Da werden Sie einiges drin erfahren über die Bolschewiken, wer die waren, woher die kamen.
Und interessanterweise auch, dass es die Bolschewiken waren, die zum ersten Mal das Hakenkreuz nach Russland getragen haben, 1917. Das sollte mal genug sein, um ihr Interesse zu entfachen dafür. Die bolschewikische Revolution, warum ist die vonstatten gegangen? Das hängt jetzt zusammen, das muss man wissen. Das Zar Alexander oder Nikolaus, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber er hat den amerikanischen Konföderatenstaaten in diesem amerikanischen Zivilkrieg beigestanden und hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Briten eine ganz herbe Niederlage erlitten, die ja zur Hilfe für die US, also die Vereinigten Staaten, die Bundesregierung. Und das ist wenig bekannt, dass die Russen selber eine Flotte geschickt hatten, um eben den konföderierten Staaten gegen die Briten beizustehen. Und die Rache dafür war die bolschewikische Revolution, die wirklich eine Revolution von außen war und unwahrscheinlich viel Leid über die Russen gebracht haben. Wird gesagt, dass sie von Deutschland ausging, aber das ist natürlich nur gesagt, um Deutschland wieder mal in eine Position des Dürftigkeit zu bringen. Das waren wirklich ganz beinharte Bankiersinteressen. Wenn man versteht die Verbindung zwischen Lenin und den Rothschilds und, na, wer war da noch? Karl Marx und den Rothschilds, auch übrigens dann im Zusammenhang vorher mit Charles Darwin, mit Jung, dem Psychologenkönig oder Psychiaterkönig da. Wenn man all das versteht und in den richtigen Zusammenhang stellt, dann wird man erkennen, dass das alles eine riesige Propagandamaschine war, die dann letztendlich in wirklich brutalen Aktionen ihre Auswirkung hat. Und dazu geführt hat, dass heute noch die Menschen die unglaublich unsinnigsten Dinge glauben und das als die Wahrheit nehmen. Sie wissen, 1929 der große Crash, der Börsencrash, und das hatte weitreichende Folgen. Einige muss man davon aufzählen, ist natürlich, dass die Menschen, vor allem die Schem, die gutgläubig Aktien investiert hatten und Gelder investiert hatten, in großen Firmen, die hauptsächlich von Kanaaniten geführt wurden, die wurden regelrecht enteignet durch diesen Crash. Das war ein absolut beabsichtigter Crash. Das heißt, Länder, aber eben viele deutsche Europäer haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren in diesem Crash. Und das war nichts weiter als ein Raub. Das war also ein induzierter Crash, ein absichtlich herbeigeführter Crash, damit der ganze Wert sozusagen einfach, ohne dass jemand irgendwie eine Schuld übernehmen musste, den Betroffenen gestohlen werden konnte. Das ist immer der Grund eines Börsencrashes. Der Börsencrash passiert niemals, und das kann ich Ihnen versprechen, niemals einfach nur, weil irgendwann die große Blase explodiert. Das ist Unsinn. Das passiert nicht. So etwas kann man immer kontrollieren, man kann immer Papiere entwerten und jede Bank hat die Möglichkeit, einfach so, ohne dass der Kunde das merkt, ja, eine Aktie wert zuzuschreiben. Oder ihn auszubezahlen in Form eines Deposits, also einer Einlage. Das ist für einen Bankier überhaupt kein Problem. Ja, man kann immer Papiere entwerten und durch diese Börsencrashs wurde also viel Eigentum, der Wert von Menschen einfach genommen und wirklich gestohlen. Und diese Crashs waren immer künstlich herbeigeführt, denn jeder Bankier hat die Möglichkeit, einfach nur durch einen Federstrich die Bilanz zu verlängern und einem Geschädigten einfach dann Ausgleich zu schaffen. Also diese Vorstellung, dass Bankiers hier wirklich mit Cash operieren, mit Bargeld, was begrenzt ist, ist eben völlig verkehrt. Und das war schon wirklich seit 1870 fast nicht mehr der Fall. Der Goldstandard war eine bestimmte Ablenkung. Ja, er war wichtig für substanzbasierte Ökonomie. Aber die Law Merchants, die haben von eh und je mit Kreditpapieren gehandelt und wenig wirklich ausgetauscht in substanziellen Gold. Das Gold haben sie nur verwendet, um den Wert sozusagen der normalen Bevölkerung zu entwenden. Das war der Grund. Und jetzt können Sie sich auch vorstellen, warum die Abschaffung des Goldstandards so wichtig war. Denn das war keine Aktion der Bankiers, um die Menschen noch mehr zu schädigen, sondern das war ganz im Gegenteil. Das war eine Aktion derjenigen Kanaaniten, die gesehen hatten, dass sie sich selber in eine wirklich aussichtslose Situation gebracht hatten, weil sie jetzt den normalen Menschen die Existenzmöglichkeit abgegraben hatten. Und zwar mit diesem Goldhandel. Heute wird der Goldstandard bejubelt. Man sagt, man müsste zurückkehren zum Goldstandard. Und ich kann Ihnen sagen, nichts wäre schlimmer für die Menschen, wenn das tatsächlich passieren würde. Denn wer das Gold hat, zahlt die Schuld. So, wer hat denn das ganze Gold? Nun,
diejenigen, die sich das Gold unter den Nagel gerissen haben, die haben das Gold. Okay? Wenn ein Goldstandard eingeführt werden würde, müsste das Gold wieder unter die Menschen. Und das wird nicht passieren. Denn die Kanaaniten, die sind wirklich fasziniert von Gold. Die wollen das in ihrem Besitz haben. Aber es gibt Währungen, wie zum Beispiel die 1 Dollar US-Banknote, die tatsächlich noch von Gold gedeckt ist. Und aus dem Grund ist der US-Dollar immer noch die sogenannte Weltreservewährung. Aber gut. Ja, 1941, Sie wissen, der Zweite Weltkrieg. Sie kennen die Rockefeller-Assoziierung. Ach, nicht nur die, das ist jetzt, pick ich jetzt einfach mal hier heraus. 1939 mit Algifarben, die eben große industrielle Chemikalien hergestellt hatten, die sehr wichtig waren. Über den Krieg selber könnte man jetzt viel sagen, was da wirtschaftlich passiert ist und wie geschickt das alles manövriert wurde. Aber auf jeden Fall 1941 haben sich Präsident Roosevelt und der Premierminister von Großbritannien in der Atlantischen Charter getroffen und haben sich sozusagen das Recht zugeschrieben. Übrigens fand dieses Treffen statt auf der Hochsee, was interessant ist, und nicht auf dem Land, sondern auf der See, und haben sich selber das Recht herausgenommen, sogenannte Menschenrechte zu kreieren und zu vergeben, die sogenannten 4 Freiheiten, zu den Menschen oder den Menschen der US oder den Citizen, müsste man sagen, und Großbritannien und der gesamten Welt. Also die sogenannten Zivilrechte wurden da von denen an die Menschen vergeben. Nun, das Recht zur Freiheit hat jeder Mensch von Geburt aus. Das hat er. Das heißt, wenn man das bestimmten Menschen zuweist, dass sie darüber verfügen können, dann unterwirft man sich den Menschen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Also woher die sich dieses Recht genau nahmen, das kann man jetzt aus Rechtsfolgeprinzipien oder Rechtstheorie natürlich nicht ableiten. Das war einfach, wie sagt man, ein Sleight of Hand, also eine wirkliche, eigentlich kann man sagen, ein Verbrechen, was die sich da angemaßt haben. Und haben somit das auch abhängig gemacht oder haben gesagt, Menschen haben Menschenrechte in Privilegien umgewandelt, die dann wiederum nur unter Zivilrecht und unter dem Common Law Gemeinschaftsrecht dieser fiktiven Länder, dieser Firmen wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder man müsste sagen Treuhandgesellschaften, der Vereinigten Königreich, dem Deutschen Reich, das waren alles Treuhandgesellschaften, das waren niemals, schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr substanziell basierte Staaten, das waren fiktive Treuhandgesellschaften. Okay? Und das ist auch wirklich, was ein Staat sein sollte, daran ist nichts verkehrt, aber man muss die Dinge richtig sehen, damit man auch weiß, was für Möglichkeiten die haben und was für Möglichkeiten man selber hat. Das heißt, kaufmännisches Recht wurde da natürlich angewendet und jeder, der ein Mitglied war, dann auch über die Verträge der Vereinten Nationen, denn die League of Nations oder die Atlantic Charter war der Vorläufer der Vereinten Nationen und die waren auch nach dem Krieg verantwortlich für die Schaffung der Bank für internationalen Ausgleich und den Internationalen Währungsfonds. Das heißt, alle diese Vereinten Nationen, Internationaler Währungsfonds, Steuerbehörden, wie zum Beispiel Internal Revenue Services der Vereinigten Staaten oder Inland Revenue in Großbritannien oder in Deutschland als sozusagen Kolonie der Corporate Vereinigten Staaten von Amerika, das wurde alles dort sozusagen manifestiert und zementiert. Das war ein lang gehatchter Plan, lang gehegter Plan, der da dann endlich nach dem Zweiten Weltkrieg für die ihre Früchte trugen. Und 1957 wird das Ganze zum Beispiel in den Vereinigten Staaten recht publik eigentlich, natürlich wieder durch die Blume, aber es ist wirklich ein Wink mit dem Zaunfall, wenn man genau hinguckt. Da wurde nämlich das 25. Amendment der Verfassung bezüglich des Vizepräsidentschaft umgewandelt in ein Vorstandsgebilde, also Board of Directors, der inkorporierten Vereinigten Staaten von Amerika, die dann den Präsidenten tatsächlich nach gut Willen und gut Dünken einfach entlassen können. Und vielleicht verstehen Sie jetzt auch, warum es nicht wichtig ist. Da wurde großes Trararum gemacht um die Geburt von Obama, wurde denn Hawaii geboren oder Kenia, und es war großer Zweifel, dass der überhaupt geboren wurde in Amerika. Das ist überhaupt nicht relevant, denn Obama ist kein Artikel 3 Präsident, sondern ein Artikel 6 Präsident. Und das ist ein Firmenvorstand. Und das spielt wirklich keine Rolle, wo der geboren wurde. Und das sind die ganz krassen Hinweise, die man da kriegt aus der Presse.
Aber anstatt, dass man mal hinguckt und genau untersucht, was es da auf sich hat, unterstellt man der Politik und den Regierungen immer schlechte Absichten. Das heißt, man denkt immer, dass sie Böses tun. Man denkt immer, dass sie etwas tun, was einen angreifen und attackieren will. Und wenn man mit so einem Gedankengang oder überhaupt mit so einer Haltung an all das herangeht, was heute passiert, dann kriegt man genau das Böse, was man immer der anderen Seite unterstellt. Die machen das alles ganz korrekt, aber man denkt immer, es geht mit einem Rechteverlust einher. Ja, das kann es, wenn man die Dinge missversteht. Aber auf der anderen Seite ist etwas passiert wirklich, was eigentlich ganz hervorragend ist. Und das ist, dass es keine Regierung mehr gibt auf dieser Welt, die uns substanziell vorschreiben kann, was wir tun können. Wir haben uns als Menschen emanzipiert von einer wirklichen Regierung. Man erwartet von uns, dass wir uns selber regieren, als Menschen. Nicht als Personen, aber als Menschen. Und als Menschen bekommen wir angeboten, Personen zu verwenden, um öffentlich im Kommerz tätig zu sein. Aber das ist langsam umgeschlagen in eine Notwendigkeit, denn ohne die Inanspruchnahme einer natürlichen Person hat man es sehr schwer, heute zu überleben. Und Notwendigkeit schafft keine Verbindlichkeit. Das ist rechts. Das heißt, da gibt es Ansatzpunkte, wie man solche Dinge dann anders bewerkstelligen und ausgleichen kann. Das heißt, wenn wir immer wollen, dass jemand anderes unsere Interessen vertritt, wenn wir immer unsere Verantwortung abgeben wollen an einen Staat, an Politiker, an einen Minister und so weiter und so fort, dann sind wir nichts weiter als Kinder, weil wir denken, jemand anders wird's schon richten. Und wenn wir Verantwortung abgeben, in Form einer Wahl, das ist wie wenn wir einen Blankoscheck denen geben für 5 Jahre oder 4 Jahre in Deutschland. Wir geben dann einen Blankoscheck. Macht, was ihr wollt. Hören Sie sich mal den Eid der Bundeskanzlerin in Deutschland an, was der genau sagt. Schwört, dass sie den Nutzen des deutschen Volkes mehren wird. Das müssen Sie sich mal anhören. Sie mehrt den Nutzen des deutschen Volkes. Ja, für wen? Man muss auf die Worte hören. Das heißt, es passiert eigentlich nichts im Verborgenen. Es ist alles ganz klar offensichtlich vorhanden, wenn man nur genau hinguckt. Aber was uns fehlen, und das ist das, warum wir das hier tun, sind die Konzepte, um zu verstehen, was sich da vollzieht. Ja? Also, wir leben heute in einer inkorporierten Welt sozusagen, aber als Menschen leben wir in der Substanz. Und wenn wir immer mehr unsere substanziell basierten, familienorientierten, man könnte sagen, clanorientierten Ideen uns aus dem Kopf schlagen lassen und anstattdessen fiktive Rechtsformen als das Nonplusultra akzeptieren, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir das bekommen, was wir bekommen, nämlich schlicht und ergreifend, weil wir nicht die Herrscher über diese Firmen sind, sondern diejenigen, die sie gemacht haben, sind das. Und somit unterliegen wir deren Recht und deren Vorschriften. Und somit, und jetzt kommt noch etwas dazu, ist das nichts weiter als Privatrecht. Mit anderen Worten, ja, ich kann meine ganz normalen Rechte oder Eigenschaften, die ich als Mensch sowieso habe, nämlich das Recht zur Freiheit, das Recht auf Erfüllung, das Recht auf, dass ich all das tun kann, was ich tun will, ohne dass ich einem anderen schade natürlich. Das Recht, haftbar zu sein, wenn ich einem anderen schade, dann muss ich das auch ausgleichen. Das Recht auf Kleidung, das Recht auf Unterkunft, das habe ich alles, wenn ich geboren werde. Und wenn ich das eintausche für Privilegien, dann kann ich das nur freiwillig tun. Und das tue ich jedes Mal dann, wenn ich irgendwo eine Unterschrift runtersetze, ohne dass ich genau weiß, was ich da eigentlich unterschreibe. Dann gebe ich meine gottgegebenen natürlichen Eigenschaften als Mensch auf und tausche sie ein für Privilegien. Und da gibt es viele Hinweise und Beweise dafür. Schauen Sie sich nur mal an, was die Polizei Ihnen sagt, wenn Sie verhaftet werden. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie vor Gericht verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Können Sie sich keinen leisten, wird Ihnen einer gestellt. Verstehen Sie das? Und Sie sagen ja. Und der Vertrag ist komplett. Sie haben alles aufgegeben, was Sie an unbegrenzten Rechten vorher hatten, haben das eingetauscht für die paar armseligen Privilegien, die man Ihnen da angeboten hat. Nun, wenigstens haben Sie das Recht zu schweigen. Aber schauen Sie, da werden Ihnen Ihre Rechte definiert in einer Situation, in der Sie möglicherweise unfreiwillig gelandet sind. Eine Drittpartei definiert Ihre Rechte. Sie sind handlungsunfähig nach Ihrem eigenen Wissen und Gewissen, weil Sie gesagt haben, ja, ich verstehe. Sie haben sich verstanden, Sie haben sich von Ihrem eigentlichen ursprünglichen Standpunkt verstanden. Also Sie stehen jetzt auf einem falschen Platz, woanders. Das ist das Wort verstehen in der Rechtssprache. Auf Englisch noch eindrücklicher ist understand, understanding.
ich stehe Ihnen unter. Ja, I understand. Das ist immer die Frage. Und in jeder Anklageschrift eines Staatsanwaltes wird ausdrücklich als letzter Satz darauf hingewiesen, als der Beklagte befragt wurde, ob er dies versteht, also understand, antwortete er mit Ja. Das ist der letzte Satz in einer jeden Anklageschrift eines Staatsanwalts, wenn es um polizeiliche, öffentliche, wie sagt man, Ordnungswidrigkeit oder auch kleine Straftaten geht. Das steht immer da drunter mit dabei. Das ist so wichtig für die. Ja? Also, sie leben in einer freiwilligen Gerichtsbarkeit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, aber die ist streng und die lässt sie nicht einfach aus Verträgen raus. Und sie müssen die Verträge erst erfüllen. Und das müssen sie nicht dadurch tun, dass sie im Hamsterrad bis zum Ende ihres Lebens, bis zur Erschöpfung darum rennen, bis sie irgendwann dann an einer Herzattacke sterben, sondern können das auf andere Art und Weise erfüllen und regeln, diese Verträge. Aber sie dürfen die nicht protestieren. Das geht nicht. Wer das tut, ist in Unehre. Über diese Prinzipien Ehre und Unehre im Kommerz sprechen wir das nächste Mal. Ich versuche das etwas zu kondensieren. Ich versuche den Kurs etwas kürzer zu halten, damit mehr Leute in den Genuss kommen. Wenn es Ihnen zu schwer wird, dem zu folgen, dann sagen Sie mir das bitte. Dann müssen wir etwas ausgedehnter über einige Gebiete sprechen. Und jetzt wechsle ich kurz das Band.